Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Action. Thema Komödie. Da fuck. Das ist jetzt fuck. Mehr, wie viel Freiraum, Alter. Oh Gott, ich komm damit nicht klar. Oh Gott, das ist wirklich... Das ist einerseits natürlich auch witzig, weil wieder jeder selber überlegen muss, ja, ne? Ich würde halt irgendwie ein Filmset von einer Serie bauen, aber das geht aber nicht. Aber es ist auch wieder... Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich bin komplett überfordert. Geht mir ähnlich. Ich habe eine Idee. Ich habe überhaupt keine Idee. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das... Oh Gott, oh nee, oh, oder? Das schaffe ich zeitlich nicht, was ich vorhabe. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe eine Idee, was ich bauen könnte, aber wenn ich das baue, laufe ich Gefahr, dass ich dafür richtig gemeldet werde. Warum? Willst du einen Penis bauen oder was? Wenn die Leute das falsch verstehen. Jetzt ich kann es. Jetzt will ich erst recht, dass du es baust. Ja, willst du den von Charlie Chaplin bauen oder was? Ich doch bauen, was ich will. Ja, Andy Kim will Charlie Chaplin bauen. Der macht den Hut, dann wird's nicht. Ey, was soll ich? Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich wollte gerade Mr. Bean bauen, aber ich weiß nicht. Guck, Andy ist wieder direkt negativ, weißt du? Da kommt irgendwas, wo nicht gut ist. Ich hasse das! Ey, oh, ich hasse dich, aber ich liebe dich, aber ich hasse dich. Ich bin halt mehr so der, die. Total negativ wieder! Der die niveauvollen. Dramen schaut, anstatt Komödien. Das ist mir eher zu leicht. Ich brauch's schwer. Das ist jetzt schon mega witzig. Also ich hab keine Ahnung. Das sieht so geil aus. Gott, ich hab Angst vor dem, was Key anbaut. But children ain't gonna know, weißt du? So wie die Avatar halt schon nicht mehr kennen, weil die halt schon... Ja, warum baust du dann sowas, Key, an? Egal. Es hat irgendwie was mega Geiles an sich. Dreckig Kian einfach lacht. Ah, es ist immer gut. Ich glaube, das ist nicht so gut. Gott, doch. Sieht das scheiße aus. Warum baue ich das hier? Ich brauche eine Referenz. Oh Gott. Jungs. Jungs. Überfordert. Warum? Ja. Ist es zu schwer? Bist du zu schwach, würde ich mal sagen. Ja, es ist wirklich zu schwer. Na, dann geh mal deine ganz tollen Filme gucken. Ja, mach ich. Deine schwere Kost gucken dann. Alter, ich schau schwere Kost. Glaub's mir. Ich wollte gerade was sagen, aber das kann ich nicht sagen. Wieso, bist du sprachbehindert? Wäre das was Schlechtes? Nein, aber es wäre eine logische Erklärung, warum Andi es nicht sagen kann. Vier ist einfach gewoppt. Einfach no dignity. No dignity. Warum dignity? Hä? Keine Ahnung. Warum nicht dann? Warum nicht? Ich glaube, es wird einfach niemand erkennen, was ich hier baue. Das ist halt auch einfach nicht lustig. Okay, wenn du das halt selbst schon so zugibst. Ja, es ist halt so. Ich meine, wenn du das hier sehen würdest. Kennt eh keiner und keine Ahnung. Meins ist total komisch. Warum? Weil es absolut komisch ist. Bin echt gespannt, was so bei den anderen irgendwie was kommt, was man so erkennt oder ob das mehr so alles jetzt raten. Oder ob es wieder kompletter Ausfall ist wie die Avatar-Runde in der letzten Folge. Ja. Solange jetzt keiner Schindlers Liste nachbaut, dann bin ich zufrieden. Das ist der 1A Komödie, Dolm. Kennst du nicht? Hä? Oh, sollte ein Joke sein, eine Komödie. Ah, siehst du? Ja, ich muss sagen, die Begriffe sind nicht einfach. Sind nicht einfach. Ja, absolut nicht. Die haben es schon in sich. Also von sowas wie halt. Ne? Komödie.
halt. Kennst du, ne? Nee, kenn ich nicht. Was, eine Komödie? Nee, kenn ich auch nicht. Okay, doch, weißt du was? Also, wenn jetzt einer erkennbar das Wohnzimmer von, ne? Bank-Serie. Gebaut hat. Das hatte ich eigentlich vor, aber das verbreitet die Zeit. Wenn das jemand erkennbar gebaut hat, okay. Aber sonst? Kian baut das eh. Wenn sie jetzt nur psychologisch beeinflussen. Okay. Ja, dann würde ich dich gut bewerten. Ich habe deinen Plan durchschaut, Kian. Oh. Eigentlich ein richtiger Analysator. Ja, ja, sowieso. Bitte erkennt es. Es muss einfach irgendjemand erkennen. Jetzt bin ich traurig. Ja, doch, eigentlich hätte man Sheldon Cooper mit dem Bazinga-Shirt gut bauen können. Und dann eine Flagge daneben hängen. Was für eine Flagge denn? Eine Rumänien-Flagge? Irgendeine Flagge. Spaß mit Flaggen. Okay. Einfach irgendein, oder einen Zug. Aber erst müsste man halt Sheldon Cooper in erkennbar bauen. Ja, ja, mach das mal. Viel Spaß. Das ist das Problem. Ist halt echt ein bisschen komisch, was ich hier gerade baue. Oh Gott. Ich habe Angst, was Dom gebaut hat. Ich weiß halt nicht, ob das irgendjemand erkennt, wenn ich das so baue. Oh Gott. Telefon! Nö, nicht Telefon. Immer wenn es bei mir klingelt, dann ist da wirklich ein Mensch hinter. Und bei Andi klingelt es halt einfach ohne, dass jemand klingelt. Traurig aber, wa? Paketpost, ich will zu irgendwie, mach einfach die Tür auf, Bruder. Nee. Nein, meine Klingel spinnt teilweise, das ist mega creepy. Echt? Ja. Und random? Ja. Randomsound.org? Ja, aber dann ist halt auch das Klingelschild an, das ist das Problem. Dann ist was? Dann ist auch nicht das Klingelschild an. Also quasi, ich habe ja so ein Lämpchen, das leuchtet dann, wenn jemand klingelt, aber das ist auch nicht an, das ist halt irgendwie ein Kurzschluss in der, oder keine Ahnung, also, Wackelkontakt. Übrigens habe ich jetzt die ersten zwei Minuten. Ah, das ist so ein Ding, wo so lustige Leute was erzählen, dann, ja, okay. Dann lachen die Leute. Stand-up-Comedy. Ja, Peter, der Komiker. Okay. Erzählt Witz, ja, ist okay. Ich habe eben einfach die ersten zwei Minuten was gebaut und dann immer wieder Sachen angefangen zu bauen und wieder abgerissen. Wow. Bagadan. Oh, bitte erkennt, was ist das denn? Bleeding. Ah, das ist Charlie Chaplin. Das ist Charlie Chaplin. Wobei, doch. So Hitler! Cool. Kann das sein? Das ist nicht Hitler. Das ist Charlie Chaplin. Das erkenne ich doch sogar. Du hättest den Rand der Mütze einfach machen. Würde nicht ja, so ich hab's versucht oder? Irgendwie zwar und okay, dann habe ich noch versucht daneben eine Faust. Halt die Fresse. Oh, es fängt einfach. Was ist das denn, Bleeding? Das. Warte mal, irgendwas steht im Mund. Hahaha. Hä, aber irgendwas ist schon wieder witzig. Ich find's eigentlich gut. Der soll lachen. Aber Hitler war auch witzig, war. Nein, Hitler! Der Hut war total, das sah nicht aus wie ein Hut, das sah aus wie ein. Ja, ich Hitler. Hab's versucht, aber irgendwie sagt's auch immer. Sah nicht aus wie Charlie Chaplin. Mimimi! Mi, mi. Ich hätte den Kopf einen kürzer gemacht. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Irgendwelche Augen, die aus so Bundeswehr-Tarn rausgucken. Wieso Bundeswehr-Tarn? Das könnte das? Ja auch österreichische Armee-Tarn sein. Ich erkenn's halt nicht, was ist das? Tarn! Darauf trinke ich jetzt erstmal ein Wasser in der Folge. Naja, weil ich. Oder Bleeding, weil ich verstehe nicht, was das jetzt mit Komödie zu tun haben soll. Aber irgendwas schien es erkannt zu haben. Bleeding. Was ist das denn? Nein, das ist Dinner for One! Oder? Lol, das ist ja, der. Ja, das ist Dinner for One! Hieß der aber was? Idee gibt aber, ihm okay. Aber Andi hat es erkannt, vielleicht ist es auch Andi seins. Nein. Das meint es, Kian! Ich geb dem. Bitch fucking Pilz. Gib dem sehr. Es ist echt ganz nice eigentlich für die Idee. Gut gibt's. Guck, er hat es geschafft, dass man das die Räumlichkeit erkennt, wie ich das meinte mit. Ding. Nur weil TNT ist nicht gleich lustig, das müssen die Leute endlich mal anfangen zu lernen. Und Minecraft sind auch nicht lustig. Du hättest auch einfach einen Griefer bauen können, aber guck mal, jetzt verlassen wieder Leute den. Doch, das eben, das Dinner von Wannes fand ich eigentlich schon wieder ganz gut, einfach weil der wirklich es geschafft hat, das Set so zu bauen, dass man es erkennt. Ja. Das Spiegelverkehr. Klopf, klopf! Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein. Ich find's okay. Was ist das? Das ist ein Clown. Das ist überhaupt kein Clown, der hat keine rote Nase, das ist auch kein Clown. Was ist das sonst? Keine Ahnung, ein Clown ist es definitiv okay, nicht. Also ich sehe es als Clown an. Nein, ist kein Clown. Neuling XD, lustig Neuling. Das ist Andi, nice Andi. Ja, das ist meins.
Was soll das sein? Erstmal das ist einfach lustig. Ich habe so ganz viele Skins gespawnt. Ich meine, der mega Witzbold. Erstmal provisorisch ein Bleeding geben, ohne dass man sich's genau angeschaut hat. Mega schlecht. Ich verstehe nicht, was warum fliegt eigentlich nur noch Kilian hier rum? Warum sehe ich nur Kilian? Warum sehe ich nur noch Däum und. Ich sehe nur noch Kilian. Schlumpf irgendwas. Was ist das denn? Das ist eine alte Oma. Ist Dinner for One. Nein, okay. Nur weil es eine ältere Frau ist, muss es nicht. Ja, was kennen keine Kinder denn doch für eine Komödie mit Oma? Gar keine. Naja, es gibt. Nee, okay. Naja, weil die Haare gut sind. Aber was ist daran Komödie? Dinner for One, die alte Oma. Es sieht so geil aus, wie es immer runterfährt. Das ist Andy. Dafür gibt's einfach einen nicer Dicer. Es ist so nice. Aber wann fährt er, oder check ich's? Ich dachte, er hätte jetzt an Mr. Bean gedacht. Ja, ne? Da wo er sich einen Sessel kauft. Und da fährt er auch selber oben drauf? Ja! Okay. Da hat es einen Nicer Dicer gegeben, weil die Idee so gut ist. Ich wette, er hat sie von mir, weil ich Mr. Bean gesagt hatte. Ja, hab ich auch. Ja, ich hab gewonnen. Easy win, easy life. Hey, aber gleich auf mit mir sozusagen. Also ey, lol. Nee, ich glaube, der Schnitt ist gleich, aber irgendjemand hat ein bisschen mehr Punkte gegeben oder irgendwie wie sowas. Wie kann man den Hitler nicht witzig finden? Achso, es kann sein, wenn der Schnitt gleich ist, ist dann die beste. Oh Mann, Porchop Media. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Porchop Media verabschiedet sich. Oh Mann. Es geht bergab. Es geht bergab. Naja. Also, Porchop Media abonnieren, dann gönn ich einen Love. Dann würde ich noch sagen, gönn ich ein Abo oder lass es bleiben. Bis zum nächsten Video von Porchop Media. Ciao.